Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben vorige Folge die Gargoyles richtig fett weggescheuert und haben jetzt hier diesen Wald hier betreten. Ich habe auch das Tor da vorne aufgemacht. Die Viecher da hinten sind ein bisschen stark, genauso wie fast alles andere hier unten. Ich habe jetzt von der letzten Folge zu dieser Folge keinmal nicht mehr das Leuchtfeuer angepatscht. Ich würde einfach sagen, wir gehen hier raus und gehen zurück Richtung Bezirk der Untoten. Und kümmern uns erstmal um das Baldas-Set. Ja, das wollte ich ja gern haben. Und dementsprechend, da fehlen ja auch nicht mehr viel für, ne? Da fehlt ja, glaube ich, nur noch. Wie kommt man denn da hoch? Weiß ich nicht, ist jetzt auch egal. Es fehlen dafür, meine ich, nur noch die Stiefel. Weil Kopf haben wir, Rüstung haben wir. Da hat er mich erschrocken. Kopf haben wir, Rüstung haben wir, Stulpen haben wir und Kopf, Rüstung, Stulpen und Schild. Warte mal, hat er was? Nee. So. Und ich hatte ja sowieso die Frage gestellt, ob diese Bäume hier sind wahrscheinlich die Bäume, die ich farmen muss und welche von diesen Moosklumpen brauche ich? Beide oder einen? Ist aber auch durcheinander hier. Durcheinander ist aber auch dunkel hier. So. Den Typ hier im Gang machen wir auch nicht weg. Der ist mir nämlich bedeutend anstrengend. Warum schießt du denn die Wand ab? Wir laufen mal vorbei, ja? Hoppala. Wir sehen uns irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Hui. Da hat's geknistert. Ha. Vorsichtig. So. Und damit die Beutewahrscheinlichkeit besser wird, denn hier oben komme ich ja ganz gut zurecht, denke ich. Nehmen wir jetzt einfach mal 2 Menschlichkeit. Ausholung ist zwar nicht umgekehrt, aber ist nicht schlimm. Menschlichkeit erhöht die Beutewahrscheinlichkeit, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Warte. Anzahl gefundener Schemen, die du mit dir führst. Zeigt die Stufe der Männlichkeit, legt die Beutehäufigkeit und Fluchresistenz fest. Genau. Ich laufe normalerweise mit 0 rum oder halt mit dem, was mir so die Untoten droppen, aber ich nehme jetzt einfach mal die 2 als Start. Und jetzt prügeln wir uns hier so ein bisschen durch die Festung. Ich hoffe ja auch, dass wir irgendwann einen Bogen finden. Denn eigentlich ist ja auch der Plan, den Drachen irgendwann mal da den Schwanz abzuballern. Denn beim Gargoyle, als ich die gemacht habe, habe ich ja, ich glaube, 3-mal den Schwanz abgehiebt. Da habe ich eine Waffe für bekommen. Höhlensoldatenhelm. Auch kein Mensch. So. Oh, ich dachte, der hätte noch was. So, dann machen wir erstmal jetzt die hier auf dem Gängen. Der da vorne ist der erste. So, jetzt gleich gibt's richtig fett einen auf den Nacken, Donge. Damit hätt's nicht gerechnet. So, ne? Jetzt treten wir einmal. Na, treten wir da mal das Schild weg. Gehen wir auf Nummer sicher. Und direkt den nächsten. Ups. So. Jetzt ist richtig. Oh, kleine Scherben nehme ich auch. Davon brauchen wir noch einige. Denn man kann ja, glaube ich, bis plus 5 verbessern. Zumindest habe ich bisher bis plus 5 verbessern können. Und da können wir direkt das Hüllensoldaten, das Hüllen, das Baldas-Set direkt, hoppala, auch verbessern. Plus 5. Dafür brauchen wir einige kleine Scherben. So, das ist auf jeden Fall erstmal Plan 1, ne? Also, Baldas-Set komplettieren, kleine Scherben sammeln, dass wir Baldas-Set plus 5 machen können. Und ich hoffe, dass das Baldas-Set ja bedeutend besser ist als das, was wir jetzt tragen. Keine Ahnung. Mal gucken. Jetzt geht's erstmal wieder hier in die Kapelle. So, kurz schauen, ob dieses komische, hässliche Viech da nochmal ist. Nee. Aber. Hier soll ja der Geheimgang sein, ne?
Ups, Entschuldigung. Nochmal. Mein Gott. Nee, das klappt nicht. Wie auch immer das. Füße. Ja, das sind Füße. Muss ich die hauen? Nee. Ist hier der Geheimgang? Mach die Tür auf, verdammt! Soll doch hier irgendwo ein Geheimgang sein, oder ist der hier? Ach, keine Ahnung. Oben sind wieder D, ja. Also, komm mal ran hier. Ja, komm. Das kann ja auch du. Ja, nicht nur du kannst stechen. Moment. Verdammt. Was läuft da? Weil das Schild. Mann, ich brauche kein Schild. Ich brauche die Füße. Die Stulpen, die Stulpen habe ich. Mann, Kettenstiefel vielleicht oder wie auch immer sie heißen sollen. Komm runter. Ups. Ah ja. So. Ah. So. Das ist nice. Das ist ein guter Konter gegen die. So. Jetzt kommt ein Gang, den ich nicht so gern mag, aber gut. Kommen Sie mal ran, bitte. Nee, Sir. Aua. Ach du Scheiße. Warum? No. No. Es war aber knapp hier. Ist auch immer wieder assi mit denen hier. Kann man den irgendwie schneller klären, den Gang? Gibt's da einen Trick? Brandbombe rein, alle tot oder so? Du, komm runter! Hoppala, falsche Richtung. Shit, 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 ich höre ihn! Ja, das kann ja auch. Ach, du Kacke. Aua! Ne, 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 ne. Oh. Ach Mann, ey. Durch die Säule? Ist sie aus Papier oder wie? Okay, kleine Scherbe. Dann gehen wir mal zurück zum Leuchtfeuer. Keine Stulpen haben sie uns gegönnt. Hier. Würde zwar noch den Vorhof machen. Nee, ich mach den Vorhof nicht. Und Hauptziel ist, wie gesagt, diese ganzen Balder-Dudes. Aber ich bin mir am überlegen, ob wir nicht die das ein bisschen einkürzen und den oben hinter den ich nenne es jetzt einfach mal hinter der Pommes. Da wo die ganzen Halbnackten oder Nackten mit den zerbrochenen Schwertern rumhängen. Dass wir die einfach nicht machen, das ist zu zeitaufwendig. Dass wir einfach nur immer die Balder machen, wenn es Balder sind, ich weiß ja nicht, vielleicht sind es auch
Dunkle Soldaten oder so? Ich weiß halt nicht. Steht hier im Artbook was? Warte mal. The Artbook. Adventure Set. Ach, guck mal, hier sind alle Sets drin. Oh, krass. Enemies sind NPCs. Abyss Guards, 72. Hubala. Moment. Müssen wir auf Seite 72 gehen? Ich hab das gleich. Ich zeige euch das dann auch. Ah, Baldur Knights. Das sind Baldur Knights tatsächlich. Hier. Oh, ich scheiße. Da. Kann man es lesen? Da. Zählen als Baldur Knights. Also, mal kurz hier. Zack. Gerastet habe ich. Dann rennen wir wieder los. Wir kloppen uns mit den Baldur Knights, weil wir deren Schuhe wollen. Das sind richtig krasse Nike Airs. Und die wollen wir haben. Die wollen wir sowas von haben. Guck mal, da hat wieder einer die Glocke geläutet. Nice. Ah, scheiße. Leichte Armbrust. Wie wär's mit Bogen? Gut, dann machen wir jetzt die zwei Baldur Knights und dann die vier Baldur Knights in der Kirche. Dann haben wir mal sechs Baldur Knights. Dann sollte es hinhauen. So, mein Freund. Echt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zustechen. Aber, hat auch funktioniert. Ein Speer? Oha. Hier finden wir ganz neue Dinge, du. Okay, ja, die Seelen, die überbleiben, oder die Seelen, die wir dann haben, die werden ja auch dann hauptsächlich fürs Verbessern der Ausrüstung benötigt. Also von daher, ja. Mal gucken, wenn was überbleibt, dann würde ich sagen, stecken wir was in ins Verbessern des Charakters. Stats und so. Wir können auch ein bisschen leben, aber Ausdauer ist auch nicht... Ausdauer und Leben muss ich unbedingt hochsetzen. Das ist nur die Frage, was machen wir zuerst? Versuchen wir den grünen Balken mal dem roten Balken anzunähern einfach? Ich denke schon. So. Habe eine Kapelle. Ich glaube, es ist sinniger, wenn ich erst mit der Kapelle immer starte. Denn hier ist es nicht so weit, die ganzen Baldur Knights abzusuchen. So. Einmal den von vorne, bitte. Kommen Sie bitte. Sie haben einen Aufruf wie heißt es hier noch? Beim Rektor. Hoppala. Das war doof. Jetzt aber nochmal. Direkt ein Gatorade hinterher. Genau, bleibt mal in der letzten Reihe hier. So, jetzt versuche ich es nochmal. Nice, hat geklappt. Man darf nicht alt gedrückt halten. So nicht. Oh, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der den blockt. Ich hätte gedacht, der geht durch. So, jetzt machen wir noch den einen Baldur Knight auf der Treppe. Kann natürlich auch sein, dass das was, was anderes ist, weil der hat ja ganz klar hier den Fechthampel und das Faustschild. Aber die hier unten, das sind ganz klar Baldur Knights. So, kommst du ran? So, piek mal. Hat nicht geklappt. So. Bitte. Ach Mann, ey. Sowas Gemeines. Das ist natürlich auch nicht spannend, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Dinger farme, aber... Es ist nur ein Gegenstand. Das kann nicht sein. Wie viele kleine Scherben haben wir? Hä? Ach hier, drei. Das sind jetzt nicht so viele.
Na, ja, egal. Ich will auch sehen, wie dieses komplette Set aussieht. Ich könnte zwar schon alles bis auf Stiefel anziehen, aber will ich nicht. Wenn, dann kommt das komplette Set an. Wir sind hier ja nicht auf dem Flickenteppich. Ah. Nein. So nicht. Hüllensoldatenrüstung. 100% habe ich die schon komplett. Wieso gehe ich denn jetzt? Ah, egal, ich gehe jetzt hier lang. Ich habe mich jetzt immer so dran angewöhnt, hier dann entsprechend weiterzugehen. Dann machen wir das jetzt auch. So, jetzt muss ich nur den passenden Abstand. Einen noch und... So gefällt mir das so. Und weiter. Irgendwann werden wir noch was anderes sehen. Ei. Das war nicht geplant. Aber hat funktioniert. So, der nächste Baldanite. Ja, klar. Ja, klar. So ein Dreck. Nice. Was nicht nice ist, dass es ja nichts gedroppt hat. Also wenn jetzt die nächsten vier nichts haben, dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz nach unten. Wie hieß denn der Typ nochmal am Lagerfeuer? Der Typ ohne Helm. Den wir erstes getroffen haben, nachdem wir das Asylum verlassen haben. Wie hieß der noch? Irgendwas mit L? Nein, L war ja Lordran oder Lauren? Lordran ist das doch hier, oder? So ist ja das Ding. Wie hieß der Dude denn noch? Ach, scheiße. Bam. So, jetzt gehen wir ganz langsam vor. Den da, wo wir haben. Stehen wir... Oppala! Entschuldigen Sie, dass ich die Nachtruhe gestört habe. Kommt nie wieder vor. Ich schwöre. Hey! Nein! Das gibt's doch nicht! Keiner von denen hat was. So ein Dreck. Der auch nicht? So, letzte Chance. Wenn er nichts droppt, dann nehmen wir erstmal einen Aufzug. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Wir haben Kekse. Ja, los, komm. Hier vorne. Auf keinen Fall. Es soll nicht sein. Dann gehen wir mal einmal nach unten. Gut, dann nehmen wir die 7000 Seelen und stecken sie in was anderes. Ich würde sagen, in Ausdauer. Mal gucken, was sie unten sagen jetzt, wo wir die Glocke angepatscht haben. Vielleicht hat der Dicke ja was zu sagen. Feuerbrandschein. Der hier rechts. Ja, da. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead.
is for you. Kupfermünze? Was macht die denn? Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt nur geringer Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt tragen, gerne diese Münzen bei sich. Ach so. Ja, dann träumt der Gestenmenü. Ja, habe ich schon verstanden. Ich würde nur gerne wissen, was das für ein Typ da ist. So, da ist er ja. Noch eine? Wo ist denn die andere? Okay. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Nochmal. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging around with blunt. Ah, stimmt. Bin ich ein Pappenheimer? Ich kann ja... Warte. Ich kann ja zum Schmied hochgehen. Und mir da die Sachen holen. Da war ja was. Aber unser Schmiede-Equipment. Entschuldigung. Nur mal unser Schmiede-Equipment. Ah, warte, hier bin ich falsch. Ich bin schon mal hier falsch abgebogen. Da lang. Und hier lang. Wunderbar. So, den linken einmal. Es war natürlich absichtlich, dass ich ans Leuchtfeuer gegangen bin. Damit wir vielleicht nochmal jetzt hier Balderstiefel kriegen. Na? Gut. Ja. Dann komm mal ran. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Der hat genau 151 Leben. Jetzt gibt's Vermittler Grumkelle! Nö. Wieder nichts. Das ist so dreckig, ne? Dass sie einfach den letzten Balder-Part nicht droppen wollen. Vor allem jetzt Ewigkeiten schon nichts mehr gedroppt, ne? Ich finde es auch bemerkenswert, wie viel doch tatsächlich die Glocke noch geläutet wird. Also wie viel dieses Spiel noch gespielt wird. So, einen Hieb noch, dann bist du fertig. Okay. Der hat auch nichts. Da müssen wir jetzt hier unten noch schnell die machen. Ach du Kacke.
Nun machen wir auch die anderen beiden Baldur Knights noch eben. Ja, mal kurz eine Gatorade. Und weiter geht's. So. Das ist so frech. Ups, Entschuldigung. Genau das. Naja, wenigstens noch eine kleine Scherbe. Ich würde aber sagen, ich vergleiche gleich mal, wenn wir beim Schmied wieder sind, die Stats meiner jetzigen Rüstung mit der Baldur-Rüstung. Ich weiß, dass sie schwerer ist. Keine Angst, das weiß ich. Ich vergleiche die trotzdem mal. Und, dann gucken wir. So. Ach krass. Hätte gedacht, dass ich den kaputt schlage mit einem Hieb. Tja. Soll wohl nicht sein. Oder ist es ein Zeichen, dass wir uns erst die Schmiede-Gedöns-Sachen holen sollen? Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt mal eben zum... Wie hieß denn der jetzt nochmal? Boah, wie hieß denn der nochmal? Der Schmied. Der hat mir seinen Namen gesagt. War das Aaron? Heißt der Aaron? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Egal. So. Warum trägt er keine Hose? Oh, aber der hat die Rüstung an von dem anderen Looter, den wir befreit haben. Wo ist der eigentlich? Hi. Ich möchte Sachen kaufen. Und zwar die Schmiedekiste. Die Rüstungsdingens, die Reparaturkiste. Und jetzt gucken wir mal. Boah, ich würde ja so gern... Entschuldigung. Ich würde ja so gerne... Dingens haben. Einen Bogen. So, Scherben brauche ich nicht. Verlassen. So, ich muss immer aufpassen. Den Ladenbesitzer im anderen Bezirk da, den habe ich ja aus Versehen umgeholzt. Das war ja nicht mal Absicht. Also, Waffe verstärken. Gucken wir mal. Ushigatana. Wo ist sie denn? Hä? Das Schwert kannst du nur mit einem Funkel-Titanit machen. Aber wo ist denn das Ushigatana? Hä, bin ich blind? So. Der Ritterschild, der Balderschild. Aha, zurück. So, Rüstung verstärken. So, die hat 25, 22, 15. Mist, ich kann die hier nicht so gut vergleichen. Moment. Hey, was soll das denn? So eine halbnackte hier im Bild. Also, Ausrüstung. So, die hat... Ich muss mal in die bodenlose Kiste. Genau, das Banditenmesser kann rein. Alles rein, was wir hier nicht brauchen. Damit wir hier nicht so... Hoppala.
Damit wir hier nicht so viel Schmuh in der Tasche haben. Schwertgriff weg. Den will ich behalten, den will ich auch behalten. Ein Rapier will ich behalten. Dreidatz kann weg. Ah, Mist. Warte. Ah, Scheiße. Ich bin auch ein Depp. Also, Ausrüstung. Nee, Beutel. Da, Tasche. Rüstung. 25, 22, 15, 17. 25, 22, 15, 17. Und die hat 37, 15, 18, 15. Das heißt, die ist in drei Belangen besser und in Magie schlechter. Aber die ist auch noch nicht plus 1. Gut, machen wir es jetzt anders. Wo ist es? Hier. Wir ziehen jetzt mal das komplette Balder-Zeug an, was ich habe. Ja, nee, das behalte ich an. Die Hose. Oh, ist der langsam. Ach, du Scheiße. Aber die Attacks sind gut. Meine Güte, ist der lahm. Und die dürren Ärmchen. Gute Güte. Kann ich mich verbessern? Nee. Ja, müssen wir es nochmal überdenken. Zurücksetzen. Entschuldigung. Da müssen wir es nochmal überdenken. Also, er hätte gesagt, als nächstes geht Kondition hoch. Belastung kann ich 53 haben. Ach ja, stimmt. Das wird es wahrscheinlich sein, weil das eine hohe Belastung hat, oder? Wie viel Belastung hat die Rüstung? 10. Die hat 4. 3,5. 3. 5. 3. 5,5. Und wenn ich jetzt den Balderschild nehme? Kann ich irgendwo sehen, wie viel... Was ist hier bei Status? Ach, guck mal, ich habe noch gar nicht so viel Belastung. Ich raff's nicht, ich guck's mir an. Denke ich, weiß ich noch nicht. Das Klacken ist auf jeden Fall lustig. Als wär's ein Schraubenkoffer. Ja, hier machen wir Feierabend. Wir haben jetzt... Ja, die letzten Folgen ist immer viel gefahren, aber ich denke, das ist halt einfach so. Gucken wir mal. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob wir das Balder-Set jetzt nehmen oder ob wir nicht einfach die Lederrüstung verbessern. Mal schauen. Ich würde aber sagen, das entscheiden wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein und tschüss.